Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu einem Buch aus einer Reihe, die eigentlich noch, finde ich, zu unbekannt ist und von der ich denke, dass sie viel, viel mehr Leute lesen sollten. Und zwar geht es um Play Me Wishlessly. Ich kann euch mal die anderen Bücher zeigen, die habe ich natürlich auch hier. Und zwar haben wir Band 1, Love Me Lordly, oh mein Gott. Dann Crush Me Tenderly und Hurt Me Gently, obwohl Hurt Me Gently ist der zweite Teil. Und der, den ich davor gezeigt habe, ist der dritte. Ich habe sie falsch geordnet. Shame on me. Übrigens sehen sie auch wunderschön aus. Okay, man sieht es leider nicht. Mist. Und genau, jetzt haben wir hier den vierten Band, Play Me Wishlessly von Kati Weber. Ich habe dieses Buch von Books on Demand als Rezensionsexemplar bekommen. Dankeschön dafür. Und ja, im Band 4 geht es um Nash und Sutton. Hieß sie Sutton? Ja, oder? Genau, um Nash und Sutton. Ja, die beiden kennen sich aus ihrer Vergangenheit und dann treffen sie sich jetzt halt wieder. Beide haben so ihre Päckchen mit sich zu tragen. Nash hat so sein Problem, er ist nämlich spielsüchtig, das ist an dieser Stelle auch kein Spoiler, das erfährt man direkt zu Anfang, beziehungsweise wenn man die Vorgeschichten kennt, dann erfährt man das halt schon vorher. Und ja, Sutton hat auch so ihre Probleme, sie hat einen Haufen Schulden, die sie abarbeiten muss und zwar ja mit einem Job, der nicht gerade das ist, was sie sich so von ihrer Zukunft erhofft hatte. Auf jeden Fall treffen Nash und Sutton wieder aufeinander und ja, es ist auf einmal alles wieder da, die Gefühle von früher, alles, was sie verborgen hatten und ja, Sutton kommt dann aus bestimmten Gründen mit zu Nash und bleibt dort erstmal und natürlich funkt es riesig zwischen den beiden, aber irgendwie ja, wollen sie es nicht so ganz zulassen, halt so das, was man öfter als Problem hat. Und ja, ich mochte es wieder richtig, richtig gerne. Ich muss sagen, die Bücher von Kati Weber, die sind für mich richtig toll. Ich liebe es, sie zu lesen. Man kann richtig gut in die Geschichten eintauchen. Und ich mochte bis jetzt auch wirklich jedes Pärchen. Und ich finde es vor allem toll, wie die Pärchen immer miteinander sind und wie die miteinander so agieren. Und ja, ich finde es einfach toll. Dann finde ich halt immer die Nebencharaktere super. Das gefällt mir richtig gut, weil die Nebencharaktere sind halt immer die Hauptcharaktere aus den anderen Bänden. Weil in jedem Band geht es hier um ein anderes Pärchen. Und genau. Aber die Jungs sind halt alle miteinander befreundet, um die es in den Büchern geht. Es ist halt so eine Freundesklicke und deswegen bekommt man immer wieder was von den anderen mit, von denen man schon was gelesen hat oder von denen man eventuell noch nichts gelesen hat. Und ja, das finde ich immer ganz toll. Ihr wisst, ich liebe das. Ich liebe solche Reihen, wo man halt einfach wo man halt die anderen Pärchen oder die anderen Charaktere immer wieder trifft und so war es auch hier. Ich muss sagen, Sutton und Nash, ja, die waren echt toll. Ich fand denen ihre Probleme wirklich realistisch. Ich muss sagen, bei Sutton hat mir so ein bisschen gefehlt, dass nicht sehr darauf eingegangen wurde, beziehungsweise mir wurde ein bisschen zu wenig darauf eingegangen, auf ihre Vergangenheit, also nicht auf ihre Vergangenheit mit Nash, sondern auf die Vergangenheit, wegen der sie jetzt da ist, wo sie ist. Da wurde mir tatsächlich ein bisschen zu wenig drauf eingegangen. Bei Nash fand ich es sehr, sehr angenehm. Das hat mir sehr gut gefallen, wie da seine Vergangenheit beschrieben wurde und warum er ist, wie er ist. Genau, es ist eine locker leichte Liebesgeschichte wirklich. Ich wurde schon ein, zwei Mal gefragt, ob es tiefgründig ist und ob es viele Sexszenen hat. Also tiefgründig jetzt ist es nicht, würde ich sagen. Also für mich tiefgründig sind Bücher wie Colleen Hoover, Brittany C. Cherry. Das ist es nicht. Es ist halt eine locker leichte New Adult Geschichte und sexy Szenen. Ja, gibt es auch, aber es sind nicht viele, beziehungsweise die überwiegen in dem Buch nicht. Sie sind immer gut eingefügt. Es gibt halt Bücher, die haben ein paar mehr sexy Szenen als andere. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass da, keine Ahnung, 40 sexy Szenen alle komplett ausgeschmückt über 10 Seiten drin vorkommen. Es ist halt sehr angenehm und
ja, es passt einfach super zur Geschichte. Und ich finde das immer toll, wie die sich annähern, die Pärchen. Auch hier fand ich das immer ganz, ganz toll, wie die sich da näher kommen und dann Herzrasen haben und Bauchkribbeln und sonst was. Und sie wollen sich küssen, aber es passiert nichts. Ach, ich fand das immer ganz, ganz toll. Und ich finde, die Autorin kann einen da auch immer richtig auf die Folter spannen, weil man denkt sich dann so, oh, jetzt küsst euch endlich. Und dann, ja, kommt dieses typische, es klingelt zum Beispiel ein Telefon oder es platzt jemand in den Raum rein. Und ja, sie macht einen, beziehungsweise mich damit immer sehr, sehr wahnsinnig, weil die Pärchen einfach alle miteinander super süß sind. Ich finde es einfach toll auch, wie sie an ihren Schwächen oder an ihren Problemen wachsen und auch darüber hinaus wachsen und das dann irgendwann dann halt nicht mehr alleine, sondern auch gemeinsam. Und ja, das gefällt mir richtig gut. Und was ich halt auch schon ganz, ganz oft gesagt habe, Kathi Weber kommt gegen Ende hin ohne Drama aus. Ich meine, jeder, der von euch New Adult Bücher gelesen hat, das habe ich auch bis jetzt in jeder Rezension von diesen Büchern gesagt, der weiß, dass so am Ende, dann kommt so dieser Twist, die beiden streiten sich gegen irgendwas oder es kommt irgendein Geheimnis raus und dann sind sie erstmal wieder getrennt und dann leiden die richtig, richtig dolle und irgendwie kommen sie dann hoffentlich doch wieder zusammen, je nach Buch halt. Und Kathi Weber kommt halt ohne das aus. Sie braucht nicht dieses Drama, es passiert was, Trennung, sie kommen wieder zusammen, sondern nee, sie braucht es einfach nicht. Es gibt zwar immer so ein Problem, was gelöst werden muss, aber das gehen die Protagonisten dann gemeinsam an. Das mag ich so gerne an diesen Büchern. Ich mag auch Drama echt gerne, ja klar, aber das finde ich auch echt toll. Es ist mal so ein bisschen was anderes, so frischer Wind. Und ich finde einfach, dass diese Bücher viel zu unbekannt sind. Also ich habe sie schon ein paar Mal gesehen, aber halt noch nicht so oft. Und ich finde, diese Bücher verdienen viel mehr Aufmerksamkeit, weil es sind wirklich, wirklich tolle New Adult Geschichten. Und deswegen kann ich sie euch nur empfehlen. Auch der vierte Band hat mir wieder echt gut gefallen. Ich werde auch immer gefragt, was gefällt mir am besten. Oh, ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, am allerbesten hat mir Band 1 und Band 2 gefallen. Der kommt als drittes und der dritte kommt an den vierten Platz, würde ich jetzt mal so spontan sagen, glaube ich jedenfalls. Es hat auch schon wieder länger her, dass ich Band 1 und Band 2 gelesen habe, aber ja, ich habe die noch ganz genau in Erinnerung und das ist auch so toll an den Geschichten. Ich habe die Geschichten ganz genau in Erinnerung. Bei vielen Geschichten passiert es mir, dass ich so im Laufe der Zeit mal vergesse, was so passiert ist. So klar, das Grundkonzept kenne ich natürlich. Aber so ein paar Details und so ein paar Kleinigkeiten vergesse ich dann oder was auch immer. Und bei diesen Büchern ist es halt nicht so. Sie bleiben mir so dolle im Gedächtnis. Und ja, ich finde sie einfach toll. Sie sind super schön für zwischendurch. Der Schreibstil ist auch ganz, ganz toll. Man fliegt hier nur so durch die Seiten. Keine ellenlangen Kapitel, was für mich immer sehr, sehr besonders ist. Ich hasse lange Kapitel. Und ja, ich kann euch auch dieses Buch nur empfehlen. Die Bücher könnt ihr natürlich auch einzeln lesen. Also ihr müsst sie nicht nach der Reihenfolge lesen, weil es geht natürlich immer um andere Charaktere. Aber es wäre besser, wenn ihr sie nach der Reihenfolge lest, damit ihr euch dann zum Beispiel für andere Pärchen nicht spoilert. Das ist zwar nicht viel, was man sich da spoilert. Das kann man sich eh denken, dass die irgendwie zusammenkommen. Aber ja, ich finde das Leseerlebnis einfach schöner, wenn man die nacheinander liest. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein von meiner Rezension. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Bücher kennt und wenn nicht, ob ihr vielleicht mal vorhabt, sie zu lesen. Ich kann sie euch wirklich ans Herz legen und sie euch wirklich empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!